Was jetzt kommt, ist kein Werbevideo für die Erdogan-Regierung. Aber die Türkei und der Westen, die driften immer weiter auseinander politisch. Und ich habe den Eindruck, dass dabei auch die Türkei nicht immer ganz fair behandelt wird. Und angesichts der Tatsache, dass sowohl die türkische Lira als auch türkische Bonds und türkische Aktien am Boden liegen, ist es was, mit dem man sich gerade auch als Anleger beschäftigen sollte. Und darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Corona ist vorbei, die Krise hat es gefühlt nie gegeben. Außerdem haben wir gerade Bombenwetter, wenn nicht gerade ein Gewitter irgendwo einen kompletten Stadtteil wegspült. Und wir haben auch noch Fußball-EM zu allem Überfluss. Und trotzdem mache ich hier unverdrossen Videos für Sie. Und was fast noch erstaunlicher ist eigentlich, trotzdem sind Sie hier. Und das weiß ich wirklich zu schätzen. Und ich kann nur sagen, was auch immer Sie heute hierher geführt hat, danke dafür, dass Sie da sind und dass Sie Zukunftsmärkte schauen. Ein kleiner Nachtrag noch zu meinem Video von letzter Woche zum China-Solarsektor. Jinko Solar hat Zahlen vorgelegt, neue Zahlen inzwischen zum ersten Quartal. Wir haben wieder einen Umsatzrückgang von 6% und wir haben einen Rückgang vom bereinigten Nettogewinn um 78%. Und wenn Sie mein letztes Video gesehen haben, dann hat Sie das nicht wirklich überrascht, weil Sie nämlich gewusst haben, dass da ein hoher Margendruck da ist inzwischen. Immerhin, die Bruttomarge mit 17% war ein bisschen besser als die mit 16% im Vorquartal, stabilisiert sich also wenigstens auf niedrigem Niveau. Was aber fast noch wichtiger ist bei dem Ganzen, es ist das gekommen, was ich befürchtet habe, ja, mehr oder weniger eigentlich schon angekündigt habe, dass die USA nämlich erste Sanktionen verhängt haben gegen Siliziumproduzenten aus Xinjiang. Und das Einfuhrverbot, das wir da jetzt haben, das geht über die komplette Wertschöpfungskette. Das betrifft also nicht nur Daqo New Energy, die wir da behandelt haben, sondern im Prinzip auch Wacker Chemie und solche Sachen, Firmen, die sich da ja ebenfalls beliefern lassen. Die Solarunternehmen werden das jetzt erstmal verschmerzen. Es kann aber auch sein, dass das jetzt eben nur der erste Schritt war gegen die chinesische Solarindustrie und dass da weitere Schritte folgen, dass das Schule macht, auch in der EU zum Beispiel. Wäre das hilfreich für Sie gewesen, solche Informationen vor einer Woche schon? Möglicherweise ja. Es lohnt sich also, Zukunftsmärkte zu schauen. Und Sie können meinen Kanal, wenn ich Sie daran erinnern darf, natürlich auch abonnieren. Dabei auch die Glocke drücken, damit Sie auch benachrichtigt werden, wenn neue Videos da sind und Sie dann auch sehen können, was für Videos da sind. Und damit zur Türkei. Und zum Absturz der türkischen Lira. Ich muss Ihnen wahrscheinlich nicht sagen, was da los ist, aber zur Erinnerung nochmal, das ist die Lira zum Euro die letzten 5 Jahre. Wir haben hier auf Sicht von 5 Jahren einen Wertverfall der türkischen Lira zum Euro um fast 70%. Und mit wenigen kurzen Erholungsphasen kommt die Lira aus diesem Abwärtszug auch nicht mehr raus. Und gerade auch dieses Jahr ist es nicht wirklich besser geworden. Das ist nochmal das Gleiche auf 6 Monate. Es hat am Anfang vom Jahr schon eine Erholung gegeben. Das ging aber nur bis Mitte März. Dann ist wieder der türkische Notenbankenchef gefeuert worden. Und dadurch gab es allein in den letzten 3 Monaten nochmal einen weiteren Kursverfall um über 15%. Auf ein neues Rekordtief natürlich, das wir Anfang Juni gehabt haben. Es ist also eine Krise, die wir seit Jahren haben, die sich in großen Teilen auch verselbstständigt hat. Ich habe ja über diese Krise, ich berichte da ja seit Jahren auch, es gibt sogar eine eigene Playlist hier für die Türkei. Und dabei habe ich aber ein Thema immer mehr oder weniger ausgespart. Das ist die Politik. Also wenn es nicht gerade um Wirtschaftspolitik gegangen ist oder um Notenbankenpolitik, dann habe ich das Thema tunlichst vermieden. Und das auch aus gutem Grund. Ich habe schon mal gesagt, man sagt hier auf YouTube einmal Erdogan und schon gehen sich alle an die Gurgel.
Ist zwar besser geworden die letzten Male, aber da fliegen nach wie vor die Fetzen und das wird diesmal auch nicht anders sein. Ich kenne auch privat etliche Menschen mit türkischem Hintergrund und da würde ich sagen, ist es so, die einen sind die totalen Erdogan-Verehrer, die lassen auf ihn gar nichts kommen und andere hassen ihn dann wieder abgrundtief. Es gibt aber noch ein drittes Lager und das habe ich auch erst mit der Zeit gemerkt. Das sind Leute, die sagen, ich bin zwar jetzt nicht unbedingt der große Erdogan-Fan, aber auf der anderen Seite stelle ich eben immer wieder fest, dass bei uns, also hier, also im sogenannten Westen, die Türkei doch eben immer wieder auch selbstgerecht und mit einer gewissen Herablassung behandelt wird. Und das haben die dann auch langsam satt, ganz egal, wo sie sonst politisch stehen. Und das ist nicht ganz unwichtig, weil ja gerade auch Anleger und Investoren das Gefühl haben, die Lira-Krise wäre vielleicht gar nicht so schlimm, wenn wir nicht zusätzlich immer noch diese politischen Konflikte hätten zwischen der Türkei und dem Westen. Und mein persönlicher Standpunkt zu dem Ganzen, um das gleich vorweg zu sagen, es gibt zurzeit in der Türkei viele, viele Entwicklungen, die überhaupt nicht gut sind, würde ich sagen, und die wir auch nicht ignorieren können oder sollten. Insbesondere natürlich Pressefreiheit, Rechtssicherheit und so weiter, diese Dinge. Wir wissen das, ich finde nicht, dass wir das verharmlosen sollten oder leugnen sollten. Aber auf der anderen Seite, und auch das ist meine Überzeugung, auf der anderen Seite wird die Türkei vom Westen eben auch nicht immer fair behandelt. Und das muss man auch vor Augen haben. Die Türkei ist selten behandelt worden wie ein Partner auf Augenhöhe. Und viel von der momentanen türkischen Außenpolitik, die ja zum Teil jetzt auch abenteuerlich wirkt, das ist meiner Meinung nach auch ein Versuch der türkischen Regierung, dass sie sich da wieder rausarbeitet in eine neue Position, in der sie vom Westen weniger bevormundet wird. So empfindet man das nämlich teilweise in der Türkei. Und damit kann die momentane türkische Regierung trotz der Krise, die da ist, auch Punkte machen natürlich. Das ganze Elend ist losgegangen, meiner Meinung nach, mit den Beitrittsverhandlungen der Türkei zur EU. Die Türkei ist offizieller Beitrittskandidat seit 1999 und seit 2005 laufen die Beitrittsverhandlungen. Ein langer Zeitraum, in dem viele andere Länder längst aufgenommen worden sind in die EU. Und man kann davon ja halten, was man will, aber Tatsache ist eben auch, dass man der Türkei riesige Kataloge gegeben hat mit Auflagen, was sie alles zu erfüllen haben. Und die Türkei hat viele, viele Reformen auch durchgeführt. Immer mit der Karotte vor der Nase natürlich, dass sie dadurch vielleicht in die EU kommt am Ende. Und dann hat man geprüft und geprüft und geprüft. Aber die Wahrheit war doch eigentlich, dass in der EU die ganze Zeit über viele nicht im Traum daran gedacht hätten, dass man die Türkei wirklich aufnimmt. Das wurde ja teilweise auch ganz offen ausgesprochen. Momentan ist an sowas sowieso nicht zu denken, ist klar, aber das war ja nicht immer so. Und so wie das Ganze gelaufen ist, würde ich schon sagen, das war relativ unfair. Das hat viele in der Türkei auch verbittert und es ist eben mit Sicherheit auch ein Grund dafür, dass die Türkei auch außenpolitisch sich jetzt von der EU abkoppelt und einen eigenen Weg geht in einer teilweise auch sehr provokativen Weise. Das war ja am Anfang von der Erdogan-Regierung überhaupt nicht so. Oder nehmen wir den Militärputsch 2016. Ganz befremdliche Sache. Es gab einen Putschversuch von Teilen des türkischen Militärs mit über 200 Toten und über 2000 Verletzten. Hat man bei uns abgetan mit einem Schulterzucken. Ich habe damals so oft gehört, ach, der Erdogan, das hat er doch selber gemacht, das hat er doch selber angezettelt, damit er dann alle verhaften kann. Kam mir nicht so vor, muss ich sagen. Und wenn man sich das Video anschaut, da aus dem Marmaris Hotel zum Beispiel, da sieht er eher aus wie jemand, der es gerade knapp überlebt hat. Und so war es ja anscheinend auch. Und was danach dann passiert ist, diese Verhaftungswelle und die ganzen Entlassungen,
gefällt uns nicht, gefällt uns zu Recht nicht. Aber wie gesagt, wir reden immer noch von einem Staatsstreich gegen die demokratisch gewählte Regierung in einem NATO-Staat mit Hunderten von Toten. Und da ist es sehr problematisch, wenn mutmaßliche Hauptdrahtzieher von diesem Staatsstreich in Deutschland oder in den USA Asyl beantragen und auch bekommen. Ich will da jetzt nicht in der Haut stecken von dem, der das hier zu entscheiden hat. Das ist furchtbar heikel, die ganze Sache. Aber die türkische Seite hat das Ganze natürlich verbittert. Und was da dann noch dazu kommt, ist ja der Militärputsch in Ägypten. Da ist die Militärregierung ja auch durch einen Putsch an die Macht gekommen. Und die ist vom Westen relativ problemlos auch anerkannt worden. Und da hat man dann in der Türkei immer wieder auch gesagt, aha, da haben wir es. So wäre es bei uns wahrscheinlich auch gelaufen, wenn der Putsch erfolgreich gewesen wäre. Und was viele Türken auch komplett fassungslos gemacht hat, das war 2018 die Ermordung von Jamal Khashoggi, einem saudi-arabischen Journalisten, der hat in den USA im Exil gelebt. Der ist ermordet worden durch den saudischen Geheimdienst, Sie erinnern sich vielleicht, im saudischen Konsulat in Istanbul. Die Türkei hat das Ganze aufgedeckt, sie hat den Mord so lückenlos dokumentiert, auch wie es irgendwie ging, sie hat ihn laut angeprangert. Was war die westliche Reaktion? Proteste, klar, natürlich, aber zum Beispiel jemand wie Donald Trump, der war sich ja auch nicht zu blöd dafür, dass er ständig auch hingewiesen hat, im Gegenzug auf die großen saudischen Waffenbestellungen. Während man mit der Türkei ja gleichzeitig im Clinch gelegen ist, weil die Türkei ein russisches Raketensystem bestellt hat und dafür mit Sanktionen belegt worden ist von den USA, kam super an in der Türkei. Und natürlich sind sich die Türkei und Saudi-Arabien nicht grün. Und auf der anderen Seite, natürlich ist Saudi-Arabien auch, wie es bei uns immer so schön heißt, ein verlässlicher Partner des Westens im Nahen Osten. Also Außenpolitik ist manchmal hart, da muss man in viele saure Äpfel beißen. Aber die Türkei ist ja eigentlich auch ein verlässlicher Partner. Sie ist sogar unser NATO-Partner. Sie ist sogar der NATO-Partner mit der zweitgrößten stehenden Armee. Und darum sollte man sich schon manchmal fragen, wie man seine Prioritäten da setzt. Dass Erdogan für Ursula von der Leyen keinen ordentlichen Stuhl gehabt hat da neulich, das war furchtbar, furchtbar gemein und unser Aufschrei darüber war völlig berechtigt. Aber noch gemeiner ist es, Leute zu ermorden und zu zerstückeln, würde ich sagen. Und darüber redet heute leider kaum noch jemand. Und vergessen wir auch nicht, dass die Türkei auch den größten Teil der syrischen Flüchtlinge aufgenommen hat, damit wir die nicht nehmen müssen. Dafür wird die Türkei natürlich bezahlt, ist bekannt, sie könnte uns im Prinzip sogar erpressen damit, aber so toll ist es für die Türkei auch nicht. Die Last ist schon sehr groß. Sie ist ja zumindest offensichtlich so groß, dass wir in der großen EU geglaubt haben, wir könnten diese Last auf gar keinen Fall tragen. Wir würden unter dieser Last zusammenbrechen und vielleicht wären wir auch zusammengebrochen darunter, zumindest mental. Aber für die Türkei ist das ja alles kein Problem. Und dank der Türkei müssen wir jetzt nämlich unseren EU-Partnern nicht zumuten, dass sie eben auch Flüchtlinge aufnehmen. Obwohl unsere EU-Partner ja angeblich unsere europäischen humanitären Werte teilen. Die Werte, die die Türkei mit uns nicht teilt, sonst wäre sie ja auch schon in der EU. Also verstehen Sie mich nicht falsch. Ich will da gar nichts beschönigen, was die Türkei betrifft. Ich will da auch nicht den Standpunkt vertreten, die Türkei ist ganz toll und wir sind ganz übel. Das würde mir auch sowieso keiner glauben. Aber wenn man sich anschaut, wie Verschiedenes so gelaufen ist in den letzten Jahren, da würde ich dann doch sagen, da relativiert sich auch manches. Und ein wesentlicher Kritikpunkt der Erdogan-Regierung am Westen ist ja auch der, dass der Westen selbstgerecht ist, dass der Westen mit gespaltener Zunge spricht. Und damit kann sie eben noch punkten und das tut sie auch reichlich. Und da macht es ihr der Westen auch manchmal sehr einfach. Die Konflikte sind da, das ist eine Belastung. Ich hoffe, es wird eines Tages wieder besser. Dafür braucht man beide Seiten natürlich.
Andererseits, ich glaube nach wie vor auch, dass diese politischen Konflikte für die Lira-Krise momentan nicht das Entscheidende sind. Es sei denn, sie würden sich jetzt noch mal ganz stark verschärfen. Momentan würde ich sagen, der Anteil von der Politik an der Lira-Krise, das ist maximal 30%, und der Rest ist aber Geldpolitik, negative Leistungsbilanz und natürlich die Tatsache, dass sich die Krise jetzt eben auch verselbstständigt hat mittlerweile, dass sie eine Vertrauenskrise in die Lira geworden ist. Ich bin darauf ja bis zum Überdruss eingegangen in früheren Türkei-Videos. Und jetzt zum Beispiel die Entscheidung im März, dass man da nochmal den Notenbankenchef wechselt. Das war ein komplettes Desaster, völlig unabhängig davon, was man damit jetzt bezwecken wollte, weil ja die Geldpolitik beim Absturz der Lira natürlich schon lange ein entscheidender Punkt ist, ein Dreh- und Angelpunkt sozusagen. Wir haben offiziell eine Inflation von 17% momentan, die natürlich durch diesen Lira-Verfall auch zusätzlich angeheizt wird. Und da ist es natürlich nach wie vor entscheidend, dass von der türkischen Notenbank eben Signale kommen, dass sie die Inflation wirklich entschlossen bekämpft. Allerdings, und auch das ist meine Meinung, wir sollten schon vorsichtig sein, wenn wir erklären, ein Leitzins von 19% bei einer Inflation von 17%, das sei an sich schon unglaubwürdige Notenbankenpolitik. Wenn wir in den USA zum Beispiel eine Inflation von 5% haben momentan, aber einen Leitzins von 0 bis 0,25%. Aber westliche Notenbanken dürfen sowas natürlich, die sind über jede Kritik erhaben. Und das ist wirklich generell ein Problem. Die Türkei ist da natürlich ein Sonderfall. Wir haben das aber auch ganz allgemein in den Emerging Markets, dass eben die Notenbanken die Glaubwürdigkeit ihrer Geldpolitik vermeintlich jetzt wieder verteidigen müssen. Sie tun es im Übrigen auch. Wir haben in Brasilien jetzt zum Beispiel wieder einen Leitzins von 4,25% mit der Aussicht auf weitere Anhebungen noch. Das gleiche in Mexiko, und in Russland ist der Leitzins inzwischen schon wieder bei 5,5%. Und damit gibt es zwischen den reichen Ländern und den Schwellenländern jetzt wieder ein erhebliches Zinsgefälle. Und zu diesem interessanten Thema, da gibt es von uns nächste Woche einen Zukunftsmärkte-Report. Also, wie ist die Geldpolitik in den verschiedenen Emerging Markets? Welche Währungen und welche Währungsräume auch sind dadurch momentan interessant? Und die Reports von uns, die können Sie auch jederzeit bekommen und lesen. Die sind auch völlig gratis. Sie müssen sich nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Nächste Woche also speziell unser Report dazu, zur globalen Notenbankenpolitik und zum Auseinanderdriften des Zinsniveaus zwischen westlichen Ländern und Emerging Markets. Der Link für die Reports ist hier auch nochmal unter dem Beitrag: www.zukunfts-märkte.de. Was es die Türkei betrifft, es gäbe noch viel zu sagen, aber bei allen dramatischen Entwicklungen, die wir da haben, und bei aller Vorsicht, die natürlich auch immer noch geboten ist in dieser Krise, wir sollten uns schon hüten davor als Anleger, dass wir die Türkei komplett abschreiben. Wir sollten uns auch davor hüten, dass wir sie betrachten jetzt als so eine Art Failed State, als ein Land, das gescheitert ist wirtschaftlich oder das wirtschaftlich kaputt ist. Es ist alles andere als das. Die Lira-Krise ist gefährlich für Anleger nach wie vor, sie ist aber nicht unlösbar. Und die Türkei an sich ist grundsätzlich schon ein Land, das wirtschaftlich leistungsfähig ist. Und dass das wahrscheinlich auch wieder sein wird, wenn es ihr gelingt, diese Währungskrise jetzt irgendwann mal zu lösen. Wir werden es weiter verfolgen. Ich hoffe, Sie sind auch in Zukunft da dann dabei, vielleicht ja auch als neuer Abonnent von meinem Kanal. Und jetzt habe ich wieder, ja, natürlich sehr viel geredet mittlerweile schon wieder, das Ganze aber leider gepaart mit dem Gefühl, dass wie immer noch lang nicht alles gesagt ist. Irgendwann muss man aber natürlich zum Schluss kommen. Sie sind jetzt also wieder entlassen. Sie können sich jetzt wieder den Verlockungen der Welt da draußen widmen. Genießen Sie die schönen Tage. Vielen Dank, dass Sie dabei waren, was ja, wie gesagt, zurzeit überhaupt nicht selbstverständlich ist. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.